Hallo meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Ich lasse die Karten heute mal wieder springen. Wir schauen, was ich zeigen möchte. Ihr bedenkt, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. So, wir schauen. So, gefallen ist erstmal der Gehängte, die drei der Kelche und das Ass der Münzen. An der Unterseite versteckt sich hier der Mond. Okay, also hier könnte es sich um eine etwas festgefahrene Situation handeln oder dass man eine Situation, die festgefahren war, nun ja, loslassen kann. Man hat hier irgendwie etwas erkannt, man hat eine Lösung gefunden. Also solltest du dich noch in einer festgefahrenen, stagnierenden Energie befinden, kann es gut möglich sein, dass du hier heute tatsächlich eine Lösung findest oder dass sich irgendein Vorschlag von außen ereignet, dass man sich hier mit anderen zusammentut, dass man wie so eine Art Brainstorming oder dass du hier Tipps, Vorschläge, Ideen bekommst, wie du etwas, ja, wie soll ich sagen, für dich lösen kannst, wie du einen neuen Weg findest, wie du eine Lösung findest. Der Mond an der Unterseite, und das ist auch interessant, das ist auch eine Fische-Energie in der Astrologie, aber der Herrscher vom Krebs, und der Gehängte ist auch eine neptunische Energie, Fische-Energie. Und es kann sein, dass du heute in einer Angelegenheit zu einer Lösung kommst, mit der du so überhaupt nicht gerechnet hast. Etwas, was im Verborgenen war. Neptun, Fische, das 12. Haus steht auch für Geheimnisse, für Verborgenes. Und da kann es gut sein, dass du hier hinter irgendetwas kommst oder dass du jetzt durch Außen, durch Gespräche, durch Freunde, durch Geschwister, weil auch die drei der Kelche, ist für mich auch das Thema der Geschwister. Oder es geht auch um eine Angelegenheit mit Geschwistern oder Menschen, die ähnlich wie Geschwister sind. Man kommt hier hinter irgendetwas, ne? Man sieht etwas anders, man sieht etwas klarer, man erkennt etwas. Und da können sich mit dem Ass der Münzen neue Chancen und Möglichkeiten ergeben, auch im zwischenmenschlichen, im beruflichen Bereich, eventuell sogar auch im gesundheitlichen Bereich. Ja, Lösungen, mit denen du so nicht gerechnet hast. Ne? Wie gesagt, neptunische Energie, 12. Haus, ist auch dieses tief Verborgene, was lange unsichtbar war, wird jetzt hier aber mit dem Ass der Münzen sichtbar. Ich hätte mal gerne noch eine Klärungsenergie für den Gehängten. Ja, genau, die Sonne. Ne? 5. Haus, Löwe-Energie, es wird etwas sichtbar, es wird auf etwas der Fokus gelegt. Könnte sich aber auch um Kinder handeln, ja, und das Thema Lebensfreude an sich. Wie bekommt man wieder Lebensfreude? Das gibt es ja nicht. Guckt mal, das Gericht, die Erlösung, Stirb und Werde, die Auferstehung. Macht-Ohnmachtsthemen. Vielleicht kommst du jetzt hier tatsächlich aus einer machtlosen oder ohnmächtigen Situation wieder in eine machtvollere Position, weil du eben irgendetwas erkannt hast. Du hast eine Lösung gefunden. Es ist aber für mich auch eine ganz klare Heilungsenergie. Also wenn es hier auch wirklich um gesundheitliche Aspekte ging, könntest du hier jetzt tatsächlich auch, ja, dich besser fühlen oder erkennen, warum das und das passiert ist oder warum es dir so und so geht, weil der Mond ist natürlich auch die Psyche. Aber das 12. Haus kann natürlich auch für Erkrankungen stehen, ja, wo man immer nicht so wusste, warum habe ich das jetzt, ne? Also so dieses Psychosomatische, das tief Verborgene. Also es könnte auch auf körperlicher Ebene eine Besserung eintreten hier, weil du eben jetzt etwas klar siehst. Eine Klärungsenergie für das Ass der Münzen bitte noch. Eine Klärungsenergie für das Ass, ja, wieder die drei Kelche. Man feiert etwas, man, ja, das ist die Ernte-Dankfestkarte. Und das gibt es ja nicht. Mond und Stern, guckt euch das an. Also irgendetwas kommt ja ganz klar ans Licht, irgendetwas wird fokussiert, irgendetwas wird anders betrachtet. Ja, also es geht hier irgendwie um eine völlig neue Energie tatsächlich. Man kommt hinter etwas. Es kann aber auch hier Versöhnung sein. Ne? Vielleicht hat man sich ja tatsächlich mit Menschen verstritten oder wusste erstmal nicht, wo man die Menschen jetzt, wie man diese Menschen im Leben integriert nach Zeiten von Konflikten oder Herausforderungen. Auch da kann es gut möglich sein, dass man heute eine Lösung findet. Also egal in welchem Lebensbereich, ne, das kann ja, ist ja bei jedem absolut individuell und verschieden. Aber was ich hier ganz klar reinbekomme, ist, dass eine Lösung kommt. Wir haben 4 große Arcana-Karten, sehr machtvolle Arcana-Karten. Und wie gesagt, ich glaube, diese
hängt Mensituation, dieses so, oh Gott, ich weiß nicht weiter, ich fühle mich völlig in den Seilen. Das geht hier auf jeden Fall raus. Wenn es nicht heute ist und du bist aber trotz allem hier in der Reisegruppe, denk immer dran, Zeit ist fließend. Ich lasse jetzt mal hier noch eine Lektion deiner Seele springen. Um welche Lektion geht es denn? Das Gleichgewicht. Ohne zu urteilen, erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Das ist auch eine Heilungsenergie für mich. Und an der Unterseite der Mut, in mir finde ich die Kraft, der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Der Mond ist ja auch so eine ängstliche Energie, während wieder die Sonne-Löwe-Energie auch dem Mut zugeordnet wird. Du betrachtest etwas, du hast jetzt den Mut, um wieder etwas ins Gleichgewicht zu bringen, dir auch genauer zu betrachten. Etwas wirklich, finde ich auch gerade hier so spannend. Guck mal, sieht so ein bisschen aus wie ein Auge, das kommt mir hier gerade. Du siehst etwas, ne? Du fokussierst etwas, du siehst jetzt etwas. Du hast den Mut, etwas zu sehen und dadurch auch, ja, etwas in die Heilung zu bringen. Die Drei der Kelche ist, wie gesagt, auch so eine Dankbarkeitskarte, ne? Also, dass man hier wirklich dankbar ist oder dass man auch ein Ereignis feiern kann. Vielleicht ergibt sich heute auch etwas, womit du nicht gerechnet hast, eine plötzliche Einladung, plötzliches Treffen, ne? Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Karten, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alles schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.